Am Wort jetzt der Gesundheitssprecher der Grünen, Ralf Schallmeiner. Die tatsächliche Berichtigung der Kollegin Belakovic von Erst eingehen, wo sie in ihrer tatsächlichen Berichtigung so getan hat, als ob wir behaupten würden, es würde keine Impftodesfälle geben. Die Kollegin Belakovic hat erst eine tatsächliche Berichtigung zu meiner Rede gehalten, ist dann eben herausgegangen und hat eben gesagt, nein, natürlich gibt es Impftote, natürlich gibt es Nebenwirkungen. Das hat auch keiner in Frage gestellt. Liebe Kollegin Belakovic, ich habe mich in meiner Rede darauf bezogen, beispielsweise auf den Standard vom 21. März 2021, 16.01 Uhr, FPÖ-Politikerin Belakovic teilte Fake News zu Impftodesfällen. Dagmar Belakovic teilte eine auf Telegram verbreitete Tabelle, laut der EU-weit bereits 3.963 an einer Corona-Impfung gestorben seien. Sorry, Frau Kollegin, das habe ich Ihnen damals schon gesagt, das sage ich Ihnen jetzt wieder. Das war falsch, das ist Fake News verbreiten und auf das habe ich mich in meiner Rede bezogen. Aber jetzt zu der eigentlichen, zum eigentlichen Thema. Ich möchte mich ausdrücklich, so wie es auch erst der Minister gemacht hat, möchte ich mich ausdrücklich auch nochmals bei den NEOS bedanken. Ich finde, dass die Anfrage durchaus Wertigkeit hat, sehr gut recherchiert ist und durchaus faktenbasiert ist, ganz im Gegensatz zu dem, was manche andere hier in diesem Haus hier heute schon bereits abgeliefert haben. Und auch dafür ein großes Dankeschön in diesem Zusammenhang. Also dann nimmt man es dann doch eine Oppositionspartei ab, dass sie es ernst meint mit dem, was sie hier macht und nicht nur politisches Kleingeld schlagen möchte. Ich möchte trotzdem einmal die letzten Monate noch einmal neu aufrollen in dem Zusammenhang. Wir hatten die erste Impfung hier in Österreich nach erfolgter bedingter Zulassung durch die EMA am 27.12.2020. Wenn ich es richtig im Kopf habe, am 17. Jänner hatten wir dann überhaupt die allererste Vollimmunisierung mit einer zweiten Teilimpfung. In den Wochen danach oder in diesen Wochen war es ja dann so, dass eben der Impfstoff als solches Mangelware war. Von Anfang an war aber auch klar bei dieser ganzen Geschichte, der Bund kümmert sich um die Impfstrategie, um die Beschaffung in Sachen Impfung und die Länder und die Gesundheitsbehörden vor Ort kümmern sich um die Umsetzung. Das war der Deal, das war so ausgemacht. Ob mir das jetzt gefällt oder ob uns das hierinnen gefällt, diese Realverfassung, diese österreichische, das sei dahingestellt. Wer meine Meinung kennt, weiß, dass es mir nicht gefällt. Ich hätte es auch ganz gerne anders, aber da muss man jetzt sagen, das ist halt auch diesem Föderalismus in Österreich geschuldet. Den werden wir leider Gottes von heute auf morgen nicht verändern. Hallo Stöger, alles gut. Also wie gesagt, zu Beginn war der Impfstoff Mangelware, ebenso wie es zu Beginn auch nur einen zugelassenen Impfstoff gab und eben der auch nur für ein eingeschränktes Alterssegment. Mit der Zeit, wie schon gesagt, haben wir dann eben zusätzliche Impfstoffe bekommen. Dazu wurde auch dann das Alterslimit bei zumindest eben einem dieser Impfstoffe auch gesenkt, sodass wir heute in der Situation sind, dass wir ab 12 zumindest mit einem Impfstoff eben impfen können. Das heißt, wir haben ausreichend Impfstoff in der Zwischenzeit im Land. Wir haben auch mehr als ausreichend Möglichkeiten zur Covid-Impfung im Land. Wir haben betriebliches Impfen, wir haben Impfstraßen, wir haben die niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte, die impfen können. Und gerade diese niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte spielen momentan einen sehr, sehr wichtigen Part in der ganzen Geschichte, weil es sind diejenigen, die eben direkt auf die Patientinnen, auf die Patienten, auf die Menschen mit Fragen zugehen können und diese eben auch aufklären können, mit denen eben ein entsprechendes Aufklärungsgespräch eben auch führen können, Menschen, die verunsichert sind. Und dass es das braucht, dass wir eben Aufklärung brauchen, dass wir Information brauchen, dass wir Gespräche auf Augenhöhe brauchen, da widerspreche ich niemandem, der das fordert. Ja? Drei Beispiele vielleicht dazu, um das auch einmal zu zeigen. Das eine ist ein österreichisches Großhandelsunternehmen, kenne ich den Geschäftsführer. Da hat sich der Geschäftsführer hingesetzt und hat gemeinsam mit ein paar Abteilungsleiter, die das auch interessiert hat, sich hingesetzt und hat mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gesprochen. Hat geschaut, hat sich die Fragen geholt und hat geschaut, wo können diese Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter diese Fragen beantwortet bekommen. Das hat er gemacht, das hat dann am Ende dazu geführt, dass in dieser Firma eine Impfquote weit über 80% in der Zwischenzeit umgesetzt ist. Ich glaube, das kann sich sehen lassen. Ein anderes Beispiel, eine höhere Schule bei mir in Wels. Gute Bekannte von mir ist dort Lehrerin, Spanischlehrerin, hat mehrere Klassen, hat in allen Klassen jetzt zu Schulbeginn einmal durchgefragt, wie schaut es aus bei euch mit der Durchimpfung und ist draufgekommen, in den meisten dieser Klassen ist die Durchimpfung weit unter 20%. Eine Klasse sticht heraus. Eine Klasse hat eine Durchimpfung von 4/5. Sie hat sich natürlich gefragt, warum ist das der Fall? Ja, was haben dort die Schülerinnen und Schüler über den Sommer gemacht? Sie haben die Informationsangebote, die es gegeben hat, genutzt. Einer hat einmal angefangen, hat sich impfen lassen. Die anderen haben gesehen, okay, das dürfte funktionieren. Dem
die Impfhand oder was, oder die Fake News, die es da gibt, sind also nicht eingetreten. Also ein gutes Beispiel als Auslöser dafür, dass eben auch andere sich beteiligt haben. Ein drittes Beispiel, weil es eben auch in meinem persönlichen familiären Umfeld eben dazu gekommen ist. Ich habe jetzt circa ein Dreivierteljahr wirklich wie auf ein krankes Pferd auf Familienmitglieder von mir eingeredet, dass sie sich doch bitte impfen lassen sollen. Beide, absolute Risikogruppe, beide haben sich immer wieder hingestellt und gesagt, na, wir wissen nicht. Und dann gibt es ja diese Information, da gibt es ja die Impftoten dort und das. Alles immer und immer wieder eben aufgezeigt, dass es nicht so ist. Zum Schluss, ich habe schon aufgegeben gehabt in dieser Debatte, und zum Schluss haben sie sich jetzt vor 2 Wochen selbst impfen lassen. Warum? Sie waren in Bosnien-Herzegowina bei einer Hochzeit. Bei dieser Hochzeit kam es zu einem Covid-Cluster. Die Personen, die geimpft waren, waren diejenigen, die nicht erkrankt sind. Diejenigen aus meiner Familie, die dort waren und nicht geimpft waren, also waren dann sozusagen diejenigen, die also die nicht geimpften, dass ich es richtig sage, die nicht geimpften waren dann diejenigen, die dann eben dementsprechend auch erkrankt sind, und die Geimpften waren es eben nicht. Ja. Meine Familie oder meine Familienangehörigen waren zum Glück noch rechtzeitig weg, die hat es halt nicht erwischt. Ja. Aber den Rest dort unten hat es einen Großteil eben erwischt. Das heißt, sie haben auch gesehen, dass diese Impfung funktioniert. Das sind 3 Beispiele, die zeigen, wie unterschiedlich auch der Weg zu einer guten Information und zu einer guten Aufklärung eben auch ist. Ja, es braucht Kampagnen auf Augenhöhe. Ja, es braucht Kampagnen in der Sprache, die verstanden werden. Und es braucht Kampagnen in den Medien, die auch konsumiert werden. Und wenn wir schon darüber sprechen, über einen gemeinsamen Schulterschluss, liebe Kolleginnen und Kollegen der SPÖ, weil es auch erst gefallen ist, ein Wort noch ja auch in eure Richtung, auch in dem Fall ein bisschen auch in Richtung der NEOS. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn wir schon von Schulterschluss reden, reden wir auch von Wien. Umgekehrt bitte mit der Wiener Landesregierung reden, denn seit Beginn der neuen Legislaturperiode genau 0 Einbindung der Opposition in Wien beim Pandemie-Management, sag nicht ich, sagt unser Landtagsabgeordneter Georg Brack. In diesem Zusammenhang möchte ich enden damit, dass ich sage, helfen wir uns gegenseitig. Ich glaube, das ist ein guter Anlass, diese Anfrage hier heute. Ich glaube, wir können noch mehr informieren. Bekämpfen wir gemeinsam Fake News. Dieser Schulterschluss, wir als Grüne sind dazu bereit, machen wir das. Bitte schön. Ralf Schallmeiner, Gesundheitssprecher der Grünen, war das, mit persönlichen Erfahrungen, wie er mit Impfskepsis umgeht.